Um das Heart of the Mountain in Dwarven Mines zu leveln, müssen wir Commissions erledigen. Viele Commissions sind an diverse Events gebunden, die es hier in den Dwarven Mines gibt. Und was sie das für Events sind, wo diese stattfinden und wie ihr dort auch ordentlich absahnen könnt, das erfahrt ihr im heutigen Video. If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Als erstes, wenn ihr reinkommt in den Dwarven Mines, geht ihr am besten mal kurz zum Guide, nämlich Rise, und er erklärt euch hier einfach nochmal die wichtigsten Dinge, nämlich zum Beispiel was Mithril und was Mithril Powder ist, was die Commissions sind, wie ihr diese macht und so weiter. Es ist euch hier eigentlich wirklich alles erklärt, was ihr wissen müsst. Lest euch das einfach ganz kurz durch, das ist nicht allzu viel. Man versteht vielleicht noch nicht recht alles, aber es ist schon mal ganz gut, wenn man dann mal eine gewisse Ahnung hat, wie das hier funktioniert und was die Dwarven Mines genau sind. Hier gibt es da die beiden NPCs, die euch Spitzhacken und Tier 12 Minions verkaufen, die habe ich euch bereits vorgestellt, und auch hier vorne den Events Guide, das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger NPC, weil es gibt drei Major Events hier in den Dwarven Mines. Diese Major Events, die finden alle 20 Minuten statt und werden hier auf der rechten Seite jeweils angezeigt. Wir sehen jetzt hier, in 9 Minuten findet das nächste Event statt, und falls gerade ein Event laufen würde, dann würde das hier ebenfalls angezeigt werden. Und auf der linken Seite wird uns ja auch mal erklärt, was denn diese Events sind. Die Major Events, die sind immer zu festen Zeiten, also immer alle 20 Minuten findet eines statt, und diese Events sind auch lobbyübergreifend. Also ihr könnt nicht einfach die Lobby switchen und dann hoffen, dass dort ein anderes Event stattfindet, wenn ihr gerade ein anderes haben wollt. Die sind überall dieselben. Es kann jedoch zu zeitlichen Verschiebungen kommen, weil Lobbys teilweise auch laggen. Das bedeutet also teilweise, dass vielleicht ein Event in einer anderen Lobby erst 5 Minuten später ist, aber grundsätzlich ist die Reihenfolge oder die Events eben an sich, die sind immer dieselben. Und dann gibt es ergänzend zu diesen Major Events auch noch die Minor Events. Das sind Random Events, die können zwischendurch stattfinden, also zwischen diesen Major Events. Und diese sind nicht lobbyübergreifend. Diese können wirklich unterschiedlich vorkommen, und je nachdem, das ist mir zwar erst ein einziges Mal passiert, aber es ist tatsächlich auch möglich, dass während einem Major Event auch mal ein Minor Event stattfindet, also dass ihr teilweise vielleicht auch mal zwei Events gleichzeitig habt. Eines der besten und auch einfachsten Major Events ist das doppelte Mithril Powder Event. Dieses dauert in der Regel immer 15 Minuten und ihr kriegt, währenddem ihr Mithril abbaut, immer die doppelte Anzahl Mithril Powder als sonst jeweils. Da empfiehlt es sich auch sehr, jeweils den Mithril Golem zu verwenden als Pet, falls ihr das schon habt. Denn damit bekommt ihr sowieso nochmal 20% Mithril Powder, und das deckt sich mit diesem doppelten Effekt jeweils. Ganz wichtig hierbei ist auch, falls mal das Minor Event Powder Gas stattfindet, auch dort bekommt ihr die doppelte Anzahl während diesem Event. Genauso wie wenn ihr beim Mithril Abbau mal zufällig einen Golden Goblin bekommt und diesen killt, dann droppt er euch statt 200 dann eben 400 Mithril Powder. Und dieses passive doppelte Mithril Powder Event ist auch deswegen sehr, sehr gut, weil es gilt in den gesamten Dwarven Mines und nicht nur an einem bestimmten Ort. Weil alle anderen Events, die finden an einer bestimmten Stelle statt. Damit sind wir beim nächsten Event. Und hier ist es ein bisschen spezieller, weil das findet an einem ganz spezifischen Ort statt. Und wenn ihr genau dahin gehen wollen und jetzt noch nicht wissen, wo das überhaupt ist, dann könnt ihr einfach hier draufklicken und dann werden wir erstmal hier hintepet. Und dann haben wir 20 Sekunden Zeit. Jetzt geht es nämlich los. Dann könnt ihr hier drauf. Dann wird hier angezeigt, dass es startet, und dann könnt ihr jetzt hier reinklicken und dann sind wir direkt an dem Ort, wo das Event eben stattfindet. Und hier beim Goblin Raider geht es darum, dass ihr in der Regel 25 Goblins killen müsst. Da könnt ihr normale Goblins killen, solche kleinen. Oder es gibt ja auch einzelne von diesen Super Protektoren. Ihr könnt auch diese killen oder einfach nur angreifen. Angreifen reicht in der Regel schon, weil wenn ihr sie einfach nur angreift, dann gebt euch das bereits 10 Kills, wenn der jeweils stirbt. Dann so ein Hit darauf reicht in der Regel. Aber ihr könnt ihn natürlich auch komplett töten, wenn ihr das wollt. Ich habe jetzt schon 27 Kills. In der Regel muss man jeweils 25 Stück haben. Dann so 25 Stück reichen bereits, um Belohnungen von diesem Event zu bekommen. Aber auch hier gibt es eine Quest vom King, die so ein bisschen daran gebunden ist, wenn man die mal zur Auswahl kriegt. Und dort geht es dann nämlich darum, dass man insgesamt 25 Kills machen muss. Und eben wirklich 25 Kills machen muss, weil dort zählen die 10 Kills, die man einfach so bekommt, wenn man den Super Protector killt, die zählen dort nicht dazu. Also dort müsst ihr wirklich dann 25 einzelne Goblins noch killen zusätzlich. Und ihr seht auch rechts im Scoreboard jeweils, wie viele Kills ihr gemacht habt, wie viele Goblins noch left sind, also wie viele Goblins noch verbleiben. Und nach einer gewissen Zeit ist das dann eben vorbei. Das ist in der Regel eine sehr, sehr schnelle Sache, dieses Event. Das dauert auch nur ein paar Minuten. Und dann kriegt ihr dann auch direkt
die Belohnungen dafür. Und da ist das Goblin Raid auch vorbei. Ich habe genau 100 Kills gemacht von diesen 1000 Goblins. Wie gesagt, das sind natürlich auch ganz, ganz viele 10-mal Kills, die da dazu gekommen sind von den Superprotektoren. Ich habe jetzt dafür 100 Heart of the Mountain XP gekriegt, 1000 Mithril Powder und 20.000 Mining XP. Und schreibt doch auch hier gerne mal in die Kommentare, wie viele Kills euer persönlicher Rekord ist. Ich weiß gar nicht, ob das mein Rekord eigentlich ist, aber es könnte durchaus sein. Das nächste Event, das wir nun haben, ist das Raffle Event. In diesem Raffle Event geht es darum, dass wir Tickets farmen und auch das können wir an verschiedenen Orten tun. Wir werden zu einem TP, sobald wir hingehen, und in der Regel ist es immer hier, wo der König eigentlich sitzt und die anderen, seine Diener hier, seine Untertanen, wie auch immer. Und hier seht ihr, da gibt es diese Nebentests, die auf dem Boden liegen, hier in der Region außenrum. Ihr habt auch schon gehört, da läuft so Musik von dieser großen Musikbox hier. Und das ist so gesehen einfach die Raffle-Box, also so eine Losbox, wo man einfach seine Lose dann einwerfen kann, die man hier eben einsammelt rundherum. Und das Ganze geht 3 Minuten. Ihr habt 3 Minuten Zeit, so viele von diesen Raffles, von diesen Tickets hier einzusammeln, wie es irgendwie geht. Und danach werden 3 Gewinner gezogen und die 3 Gewinner erhalten jeweils dann die dreifache Menge an Belohnungen, die sonst jeder normale Spieler bekommen würde, der hier mitmacht. Ihr habt auch gesehen, das Ganze hängt ja ebenfalls zusammen mit einem Event oder mit einer Quest vom King. Ihr müsst nämlich zum Teil hier eine gewisse Anzahl Tickets sammeln. Bei mir waren es jetzt, glaube ich, 20. Eine andere Quest ist beispielsweise auch, dass man einfach nur beim Raffle Event mitmacht und so weiter. Das ändert sich natürlich auch immer wieder. Ich habe die Quest jetzt beispielsweise gerade mal abgegeben und direkt wieder eine neue gestartet. Und die nächste Quest, die ich jetzt bekommen habe, ist nämlich gerade auch die gewesen. Meine nächste Quest, die ich jetzt aktuell am Laufen habe, ist nämlich beim Raffle Event teilzunehmen. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob ich hier so gesehen jetzt 2 Events, also 2 Quests, die ich vom King bekomme, ob ich gerade 2 auf einmal machen kann. Hier gibt es auch so ein paar abgelegene Spots, zum Beispiel hier unten bei den Treppen, wo eigentlich sonst niemand hingeht, und hier kann man teilweise dann wirklich extrem viele Tickets noch einsammeln. Ist so ein kleiner Geheimtipp, geht vielleicht ab und zu einfach mal dorthin, wo es relativ weit weg ist, wo eigentlich niemand hingeht, weil eigentlich reicht es auch, wenn ihr 10 Sekunden vor Ende all eure Tickets dann abgebt und nicht irgendwie immer wieder zurückrennt alle 5 Sekunden oder so. Das zählt natürlich am Ende dann genauso. So, ich habe jetzt 129 Tickets drin, ein paar habe ich noch, ich bin bei 133, das ist auf jeden Fall nicht mein Rekord, ich glaube mein Rekord ist ja an die 180 oder so, den ich bisher hatte. Schreibt doch aber auf jeden Fall ihr auch gerne mal in die Kommentare, was euer Rekord bisher war. Und jetzt seht ihr auch schon, jetzt wird ausgelost. Ich bin auch ganz kurz in der Liste aufgetaucht. Es werden jetzt hier 3 Leute rausgesucht, wie gesagt, oder eben 3 Leute ausgelost. Ich habe einmal gewonnen bisher schon. Man sehen wir jetzt auch nochmal gewinnen. Ich denke aber nicht mein Name. Ja, mein Name kam da 3-mal. Aber jetzt seht ihr zum Beispiel, wir haben hier 16.000 Mining XP bekommen, 80 Heart of the Mountain XP und wieder 1.000 Mithril Powder. Und wenn ihr zu diesen 3 Leuten gehört, die hier ausgelost werden, dann kriegt ihr einfach die dreifache Menge von diesen Sachen, die hier aufgelistet sind. Und ja, tatsächlich auch diese Quest hat gezählt. Ich kann die jetzt hier also abholen. Es hat auf jeden Fall geklappt. Ich habe hier direkt auch 2 Quests auf einmal machen können. Und wir sehen hier gerade auch noch eine weitere Quest, die ich jetzt als nächstes habe, nämlich Powdergast 5-mal treffen. Das erste Miner Event, was ich euch vorstelle, ist eben ein Random Event, nämlich das Powdergast Event. Und das sieht so aus, dass dort ein riesengroßer Gast irgendwo spawnt, meistens im sehr, sehr weit oberen Teil der Map. Das kann allerdings an mehreren Standorten stattfinden. Ihr müsst jeweils genau im Chat halt lesen, wo das stattfindet. Dort empfiehlt es sich eben vor allem gerade, wenn gerade auch ein Double Powder Event läuft, hinzugehen, weil ihr kriegt pro Hit, was ihr an diesem Gast macht oder landet mit Pfeilen oder auch mit Schwertern, ihr könnt zum Beispiel auch mit Tarantula Boots und so weiter da hochfliegen, ihr kriegt da pro Hit, so viel ich weiß, 20 Mithril Powder während dem passiven Mining Event. Während dem doppelten Mithril Powder kriegt ihr aber dann natürlich das Doppelte. So viel ich weiß, kann der Gast insgesamt 5000 oder 10.000 Mithril Powder droppen, ich weiß es nicht genau, aber es bringt natürlich euch umso mehr, wenn ihr die ganze Zeit da seid oder am besten so schnell wie möglich da seid, damit ihr auch so lange wie möglich da drauf schießen könnt und deswegen auch so gut wie möglich davon profitieren könnt. Das nächste Mano Event ist sehr, 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 sehr selten, weil das kommt wirklich absolut selten vor. Ihr kriegt aber auch sehr, sehr selten Commissions, wo ihr das erledigen müsst. Hier geht es um die sogenannten Star Sentries, weil es gibt eine Commission, dort müsst ihr diese Star Sentries insgesamt 10-mal angreifen, also ihnen 10-mal Schaden machen. Wenn so ein Meteor eben einsteigt und dann diese Star Sentries spawnen, dann sind da in der Regel immer 10 Stück und alle 10 Stück haben jeweils 10 HP. Diese greifen euch ein bisschen an, machen aber nicht sehr viel Schaden und hier empfiehlt es sich, diese immer stehen zu lassen, weil ganz wichtig, diese die spawnen nicht. Also heißt zum Beispiel, wenn ihr Community Mining macht, mit einer Community Mining Lobby, dann solltet ihr diese
nur angreifen, wenn ihr auch wirklich die Commission halt eben braucht. Ansonsten habt ihr da keinen Vorteil davon, also die droppen euch auch nichts Spezielles oder so. Und das war's mit diesem Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Vergesst nicht, das Video zu bewerten und lasst auch ein Abo da, falls ihr neu auf diesem Kanal seid. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und peace out.